Hallo und herzlich willkommen. Wer bleibt in der Liga? Wer verabschiedet sich? Wer schafft es in die Playoffs? Wer wird Hauptrundenmeister? All das wollen wir hier in den nächsten 2 Stündchen besprechen. Und zu Gast haben wir von Brose Bamberg Kevin Wohlrath und aus Würzburg Felix Hoffmann haben wir auch am Start. Bayreuth legt den MBC. Habe ich gar nicht gesehen. Den setzt dann Boah, das ist schön. Das Spiel anderthalb Minuten von Kreisheim gekommen, ey. Und die Halle ist halt noch da, ey. Das sind starke Fans. Apropos krasse Quoten. Ich würde sagen, wir gucken einmal hier. Hako Merlins Kreisheim gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. In Game Shape. James Bateman ist das allerdings sein erster Auftritt. Ein denkwürdiges Spiel des Amerikaners. Strong. Spät Kreisheimer sein. Hier Boah, Tough Shot. Mit einem ganz, ganz Guck mal, da hätte er fast einen Tee bekommen danach. Ah, doch nicht. Ich hab doch nicht in dein Gesicht gejubelt. Doch nicht. Ah, doch nicht. Ich guck woanders hin. Gewinn 93-98 und jetzt will ich euch kurz zeigen. Bester Part vom Interview, meiner Meinung nach. Tell us first of all about the atmosphere here. It's a parade inside my city. Kreisheim-Sieg, Bayreuth-Sieg. Hallihallo, Kevin Wohlrath. And we all together. Herzlich willkommen. Wie geht's? Der Sohnemann ist noch wach und aktiv. Ja, er ist noch. Ja. Er war jetzt gerade die ganze Zeit da, aber jetzt ist er okay, rausgegangen. Okay, also, okay, wunderbar. Easy. Jetzt würde ich sagen, wir gucken uns den Game Report, Kevin. Ja, my bad. Ja, klar. Painful basketball can be. Gucken wir uns jetzt einmal den Game Report ein bisschen zusammen an. Könnt ihr jetzt noch mal was zu sagen? Hier, beide ähnlich vom Körpertyp, Miller, Whittaker. Foul? Kevin war ein Foul am Ende? Verstehe. Ich glaube, man muss vorher fragen, können wir noch gefeind werden, wenn wir jetzt irgendwas sagen, oder? Das ist eine wichtige Frage. Also hier ist noch keiner mit einer Fein rausgegangen, so viel kann ich euch sagen. Also ist jetzt hier online, halten wir das fest, wenn einer von uns einen Fein bekommen sollte, dann übernimmst du den? Ja, übernehme ich. Komm. Okay. Du musst mir ein bisschen Risiko nehmen. Du musst mir ein bisschen Risiko leben, sonst ist doch alles gar nicht so reizvoll. Also ohne Risiko. Auswärtsspiel gewonnen. Wie war der Vibe? Man sieht euch jubeln. Ja, ich meine, für Würzburg generell ist immer ist halt ein Derby. Ne? Ist immer ein sehr wichtiges Spiel, vor allem für die Fans. Ja, in Bamberg spielt man immer gern. Das ist eine geile Halle. Die Bamberger Fans sind gut. Und vor so einer Kulisse will man spielen als Spieler. Ne? Das macht einfach Bock. Konnte man überhaupt noch ausgehen Samstagabend, wenn man dann noch bis nach Würzburg musste? Oder? Ja, ich glaube, ich war, glaube ich, um 10 vor 2 erst zu Hause, obwohl es ja nur eine Stunde Busfahrt ist. Aber ich bin nicht mehr weg, aber bei uns ist auch jederzeit so weit, dass das zweite Kind quasi kommen könnte. Und deswegen muss ich quasi allzeit fahrbereit sein. Ja, ich wäre natürlich schon gern mitgegangen, ein bisschen gefeiert, aber ja, ich denke, die Jungs haben es nicht übertrieben, weil, wie gesagt, sie wissen auch, dass wir jetzt wichtige Spiele vor uns haben, ne? Okay, ihr seht die Fragen, lest sie am besten laut vor und beantwortet sie. Felix, wann geht es nach Berlin? Könnt ihr frei ausspielen? Habt nichts zu verlieren. Ja, wir können natürlich frei ausspielen gegen Berlin. Ich bin mal gespannt, in welcher Besetzung sie antreten, aber wir spielen natürlich auf sie. Viel Erfolg. Danke. Herrlich. Und die Frage, wie meine Zeit in Oldenburg war, die war sehr interessant, hatte Höhen und Tiefen. Ich war ja dann eigentlich für die Pro B damals da gedacht und bin dann irgendwie Doppellizenz doch noch reingerutscht, weil das ja noch eine erhöht wurde. War auf jeden Fall eine Riesenerfahrung, gerade sowas wie Ricky Pauling zu lernen. Unglaublicher Mensch, unglaubliche Persönlichkeit, viel beigebracht. Mara Basic dann auch in dem Jahr da gewesen. Und das sind dann einfach unglaubliche Charaktere oder so ein sehr Filmer, mit dem ich immer noch in Kontakt bin. War überragend. Vorhin hat einer gesagt, Kevin Wohlrath, MIP, Most Improved Player. Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall nochmal einen krassen Step nach vorne gemacht. Kevin, weißt du, wie viele Dagger-Dreier du diese Saison getroffen hast? Du weißt es. Möchtest du es direkt sagen, ist die Frage. Einen kann ich auf jeden Fall erinnern. Das war der ich kann mich an Hamburg. Mindestens 2 oder 3 erinnern, wo ich mir denke, ah krass, schon wieder diese 45-Winkel. Und er kriegt den schon wieder so. Hier, Neo DJ 82. Felix, wer ist bei Auswärtsspielen dein Nachbar, dein Zimmernachbar? Mein Zimmernachbar ist Julius Böhmer. Der hört auf mich, wenn ich sage, jetzt wird das Licht ausgemacht, dann wird das Licht ausgemacht.
Nee, wichtig, also wichtig. Ich habe da auch schon negative Erfahrungen gemacht, wenn dann irgendjemand bis nachts mit seiner Familie telefoniert und so, was ich auch alles verstehen kann, ja, durch die Zeitverschiebung, aber ich bin da sehr penibel und so mit meinem Schlaf irgendwie. Ich glaube, Konsole soll es heißen. Ah, darunter Konsole. PS5 oder Xbox, FIFA oder NBA 2K? Kevin, you go first. Wenn, würde ich PS5 nehmen. 2K, weil FIFA ist irgendwann immer das Gleiche geworden und hat mich eine Menge Nerven gekostet. Bin auf die Switch umgesprungen. Okay. Die hat mir dann doch ein bisschen mehr angetan. Ich muss sagen, so die Nintendo-Games, die sind auch einfach nice. Wir haben ja immer den Diskussion und die Abstimmung über den MVP des Monats. Und jetzt da gucken wir uns einmal kurz die 5 Kandidaten für diesen Monat an. Charles nutzt das und Charles über Cacciaschvili. Also wenn der den auch in der rechten Hand hat, ist over, ey. Caboclo hier in Rio de Janeiro hier, die Brazilian Connection. So, dann natürlich Stanley Whittaker. Der ist auch so, ey. Ihr macht die Midrange wieder cool. Hier, Dwayne Russell. Shredding the Needle. Basically, gab keinen Monat ohne den Herrn. Der war so frech. Ja, also der Korb zieht auch einfach alles mittlerweile an, was er hochwirft. Dann fange ich immer an bei dir, Kevin. Wem würdest du jetzt hier von den 5 Kandidaten den virtuellen Award in die Hand drücken? Wahrscheinlich Short. Ist halt immer dabei. Ist halt bon gefährlich. Und da schon will. Tough Bucket einfach. Ich für Stan. Gar keine Frage. Was er auch die letzten Wochen für uns da abzieht, ist schon krass. Ich habe das Game heute geguckt. Stanley Whittaker war unglaublich. Deshalb gebe ich ihm die Stimme. Und vielleicht können wir das jetzt ja einfach noch kurz machen. So. Vielleicht für die Schlussphase der Saison schreiben wir einmal was auf ChatGPT rein, was euch beiden was bringt. Eine geheime Formel, dass man Meister wird. Okay, ja, perfekt. Das ist doch, ich glaube, das interessiert, glaube ich, jeden, oder nicht? Kevin, was ist euer nächstes Game? Heidelberg. Must win, oder wie soll ich das beschreiben? Jedes Spiel ist ein Must win. Jedes Spiel ist ein Must win. Helf Kevin mit seiner Basketball Mannschaft, Rose Bamberg, deutscher Meister zu werden, oder? That's basically it. Verbesserung der Teamchemie, Zeit investieren, Beziehungen stärken. Verbesserung der individuellen Technik, Fitness, Taktik trainieren. Erstellung eines effektiven Spielplans, Stärken des Teams, Nutzen, Anpassung. Verbesserung der Verteidigung, Verteidigungsstrategien optimieren. Punkte verhindern. Ah, hey. Also, Punkte verhindern. Das sind ja alle Sachen, die wir nie machen würden, ne? Ja, so, genau. So. Jetzt gucken wir mal hier in den Chat. Ich glaube doch, ist Axel König nicht Alex King? Ja, mit Sicherheit. Der ist doch eigentlich auch irgendwie Dauergast hier, oder? Der ist auch schon ein paar Mal Gast hier, auf jeden Fall. Alex, wenn du Zeit hast, kommst du noch 5 Minuten rum. Let's go. Nice. Ich schick dir das. Ich hoffe, das ist die richtige Nummer. Da musst du jetzt das Passwort, das ich dir schick, dazu eingeben. Wer wird Hauptrundenmeister vielleicht? Felix, du zuerst? Ich glaube Berlin. Ich glaube auch. Ja, jetzt keine Euroleague mehr und dann voller Fokus auf Bundesliga wird die nochmal aufs nächste Level heben. Da haben wir noch schon gehört. Ah, ja, wunderbar. Das hat ja echt gut geklappt. So, jetzt geht's los. So, den muss ich einmal hier hinzufügen. So. Oh, Special Guest, ha? Nee, ich musste unbedingt euch jetzt mal reinziehen. Aber dann mache ich an und dann ist einfach nur Stille die ganze Zeit. Ich höre nichts. Was ist denn da los? Ja, wir mussten zuhören, wie Phil erzählt von seinem Portugal-Urlaub. Ja, aber. Gib mal fürs mal einen im ChatGPT. Alex King machen, um noch BWL zu spielen. Fitnessstudio als erstes. Hey. Trainieren, ey. Trainieren, ne? Muss in Form sein. Regelmäßig trainieren und Fähigkeit zu werden. Agenten, er kann einen Agenten beauftragen, Probetraining, einen Vertrag zu bewerben, Netzwerk nutzen. Er soll sein Netzwerk von Kontakten im Basketball zur möglichen Option zu finden. Sich auf die Forderung der Liga einstellen. Alex King sollte sich auf die Anforderungen der BBL einstellen und sicherstellen, dass er in der Lage ist, auf diesem Niveau zu spielen. Wir sehen uns bestimmt in der einen oder anderen Halle. Auf jeden Fall.
Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Ciao, ciao. Göttingen gegen Ulm. Und wer das Spiel nicht gesehen hat, das war auf jeden Fall ein wildes Ding, weil da ist einiges passiert. Erste Mal wieder in der Sparkassen-Arena jetzt. Spiel für die Veilchen in ihrer eigenen Halle. Sie kennen das Problem. Bombenfunde, Bombenentschärfung. Sie kennen das Problem. Bombenfunde, Bombenentschärfung. Sagt er so. Ich bin gespannt, ob Göttingen... Die dippen den Ball nicht, meine. Die fangen den und die werfen den sofort. Keiner. Guckt euch das an, wo er den Ball fängt. Der fängt den hier und dann wirft er ihn direkt. Und trotzdem, und hier, we can be happy. Boom! Back in business, Philipp Herkenhoff, nach Kreuzbandriss. Bang! What just happened? Gentian Cici zeigt es an, disqualifizierendes Foul. Wofür? Dafür. Boom, another one. Mark Smith, den kannst du nicht freilassen. Auch der drückt einen rein. Hat sie wachgeboxt sozusagen. Devon Best, another one. I don't believe it. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur jetzt... Und da macht... Boom. Klepper ist ein und dann kommt nochmal so ein richtig tiefes Ding, glaube ich. Ja, hier, boom. Ah, boom. Das war dann Game, ja. Aber unglaubliches 30-Punkte-Comeback. Let's see. Oh, hat mir gefallen. Zack, zack. Das ist schon mal schöner. Das ist schöne, richtig schöne Eurostep. Mach den Angle. Das ist beautiful. Joelis Chais, das ist ein Traumplay. Ah, ey, was ein Quarterback, keine Pass. Auch ein schöner Dank, aber er ist ja 2,80 Meter groß, ne? Jetzt der nächste, den hier meine ich. Schöner Drive drumherum. Wer macht den achten? Ich sage, oh, das ist jetzt, ne? Ich sag, Göttingen fällt raus aus den Top 8, weil die Belastung zu hoch ist. Würzburg Basket tatsächlich sogar noch auf den 7. kommen. Ulm rutscht vor auf 6. Ludwigsburg auf 5. Die Seawolves machen es leider noch nicht. Am Ende der Saison zwar riesen, riesen krasse Saison. Göttingen fällt raus und Bamberg wird es vielleicht dann auch noch schaffen. Ich danke euch allen fürs fleißig Mitmachen und wünsche euch viel Spaß bei den 67 Spielen im April. 7 ganze Spieltage. Es wird viele, viele wilde Games, so wie jetzt am Wochenende Bamberg gegen Würzburg. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder! Peace and love, everybody! Have a good one!